Hallo auf YouTube! Willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Baumeisterin Jule versucht ihre erste eigene Deathbase zu basteln. Ja, ich weiß auch nicht, warum jetzt gerade Kampfmusik ist. I don't know, die Schilder sehen für mich immer aus, als würde da jemand stehen, aber gut. Und was mir gerade so eingefallen ist, ich wollte ja zwei Treppenhäuser, dass sie zwei Sachen, also zwei Möglichkeiten haben, hochzugehen. Und dann sollte erst zu einem werden und dann hierher. So, das müssen wir gleich noch machen. Was ich jetzt aber erst machen kann, ist die Aufwertung des Fundaments. Beton habe ich ja noch nicht. Den habe ich vergessen. Ich mache erstmal das. Und dann muss ich wahrscheinlich das Form nochmal ändern. Und ich hoffe, dass man die Treppe bis auf Eisen oder so aufwerten kann. Stahl kann ich ja noch nicht produzieren, weil ich noch keinen Schmelztegel habe. Oh, abgerutscht. Aber das muss ja auch gehen. Bestimmt geht das. So. Pflasterstein wäre erstmal okay. Aber naja, die prügeln sich ja da trotzdem relativ schnell durch. Und je nachdem, welche Blutnacht ich dann spiele, das wird dann wahrscheinlich schon ein bisschen knackig. So. Achso, mache ich das bis davor? Ja, ich mache das bis davor. Why not? Notfalls bleibt es einfach übrig. Aber so ein Vorsprung an der Wand, da scheiß drauf. So. Was ist denn hier mit der Musik? Ist das einfach nur so, weil es geht? Ach, keine Ahnung. So, Licht ist an. Das sollte ich vielleicht nicht wegnehmen. Jetzt ist sie weg. Hä? Vielleicht war da vorne aber auch eine kleine Horde. Kann durchaus sein. Und, was brauche ich denn gerade nicht? Ich glaube, so. So. Nein. Und, Huch. Black. So, das ist der, das ist der. Ja. Dann setzen wir den wieder drauf. Okay. Ach, ich könnte. Ja, warte mal, ich bringe mir schon mal ein bisschen Licht mit. Why not? Ich kann doch Laternen basteln. Das mache ich mal. Müsste eigentlich alles da haben. Aber ich sehe ja gleich nicht mehr viel, weil es stockfinster wird da hinten. Und bevor ich da im Dunkeln tappe. Laterne. Ich brauche Eisen. Achso. 1, 2, 3, 4, 5. Teile. Klebeband. 4. Und Öl. Oh, so. Ein paar. Oh, ich mache mal Rechtsklick. In dem anderen Spiel ist Rechtsklick Sachen aus der Kiste oder so nehmen. Das ist halt ein bisschen vereinfacht. Hier muss man R drücken. Oder Shift und klicken. So, das. Ich bin gerade noch so ein bisschen, der war da im Spiel drin. Okay. 1 zu 4, ist nicht schlimm. Mach mir mal eine kleine Laterne. Ich bapp das zurück. Und ich überlege gerade ernsthaft, ob ich vorsichtshalber eine Waffe mitnehme. Ist die geladen? Nee, lad mal durch. Ich traue dem Wald da hinten bei Nacht nicht. Absolut nicht. Kein Stück. So. Ich habe genug Kaffee, ich habe noch genug zu essen. Mehr als genug zu essen. Hier ist einiges noch an Wasser. Das sind 3 Minuten. Achso, es war draußen. Oh Gott, ich habe schon wieder Tantchen gehört, aber das war bei mir draußen. 9 Sekunden. Ach, da kommt schon Licht raus. Super, dann stelle ich mir das nämlich hin. Dann sehe ich ein bisschen was auf der Baustelle. Und nehmen gleich noch den Beton mit. Nice. Das
Die stelle ich ja hin. Dann nehmen wir noch den Betonmatt. Und die anderen Ressourcen habe ich noch nicht. Wir müssen dann eh noch mal in die Mine. Ich muss noch mal ein bisschen abbauen gehen. Aber ja, ist halt so. So, dann stelle ich mir das jetzt gleich hier hin. Und dann haben wir ein bisschen Licht. Aha. Wie ein kleiner Klapptisch. Nur schöner. So. Genau. Und hier müsste der... Wie breit ist denn das jetzt wirklich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der ist zu viel, aber egal. Weil wenn ich einen in die Mitte machen möchte, dann sollte es eher so sein, dass der hier lang geht. Ne? Ach, warte. Kann ich mir zählen. Da. 1, 2, 3, 4, 5. So. Da lang. Wo die Lampe jetzt steht. Das ist die Mitte. Und so. Und dann kommt hier halt so das Treppenhaus hin, ne? Also. Hier. Nee, wie habe ich das jetzt gesetzt? Ja, doch. Ich habe es so hingesetzt. Ja, passt. Okay. Und dann gehen die hier hoch, so bla bla bla. Ich drehe mich im Kreis. Dann laufen die da vorne zusammen. Irgendwie, weiß ich noch nicht. Irgendwie, ich hätte am liebsten so eine Y-Verbindung. Ich glaube, es gibt nur so ein T-Stück dann. Ach so, der Plan. Ja, ich mach mal. Also das ist zu viel. Ich lasse das da. Ich mach mal hier Beton. Weil ich keinen Bock auf Besucher habe oben, wenn ich da oben stehe. Ich habe mir noch gar keinen Plan gemacht, wie ich da reinkomme. Wahrscheinlich lasse ich wieder eine Tür und frame mich hoch. Es ist wohl mit die sicherste Variante. Und oben ist ein Türchen, so wie Jones es auch mal gemacht hat. Weil die Frames können ja dann weg. So, kriegen wir jetzt Besuch? Ich hoffe nicht. Kann aber passieren, dass hier gleich jemand angestiefelt kommt oder irgendein Bär spawnt oder so. Das ist möglich. Das ist durchaus möglich. So, ich lasse das erstmal so. Aber ich finde das cool mit der Lampe. Ah! Ja, nice. Achso, die brauche ich ja gar nicht wegnehmen. Egal. Ach, warte mal, ich stell dich mal hier hin. Bist du aufgeladen? Ja. Reparieren werde ich dich auch mal. Vielleicht muss ich hier ganz schnell flüchten. Ich weiß nicht. Wer weiß, was hier passiert. Hier passiert alles möglich in diesem Spiel. So, dann brauche ich mehr davon, weil wir müssen ja noch eine Etage höher. Deutliche Etage höher. So. Zack. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den bis dahin fertig bekomme. Weil wir müssen auch Ressourcen abbauen. Das zieht sich halt. Hm. Kann ich eigentlich eine Nagel... Nee, die kann ich auch nicht bauen. Ja, ja, ihr müsst mit dem Hammer vorlieb nehmen. Und ich quatsche euch halt die ganze Zeit zu. Wie sonst auch im Let's Play. Oh nein. Okay, wird nur Holz. Wir brauchen Pflastersteine. Aber Beton habe ich noch. Ja, toll. Ja, was ein Mischmasch. Ach, Mann. Na, toll. Ja, wir gehen da mal. Wir hatten doch irgendwo auch eine Mine. Weiß nicht mehr, die Richtung. Ja, da oben wird's angezeigt. Ja, da müssen wir da mal hin. Hilft alles nix. Oh. Und ich muss gucken, wir müssen noch richtig hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn hier dann das Treppenhaus steht, ich überlege gerade, wie ich das am dümmsten mache. Weil die müssten ja da weg und das muss alles weg. Das kommt weg, das kommt weg.
Weil die müssen ja irgendwie hier hoch. Kann das sein, dass ich das lieber nochmal drehen sollte? Weil wenn hier eine Wand ist, die... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der Eingang zum Treppenhaus hier hoch sollte... Dann ist es auch eins, dann ist es, laufen die direkt nach da. Anstatt gerade. Ja, ich glaube, das wäre besser. Ich hänge schon fest. Also wenn ich schon festhänge, weil hier... Ach so. Aber das wird näher hoch. Da kommt ja nachher der Balken dran. Also hier darf dann eher nichts im Weg sein, weil sonst kommen die hier nicht hoch. Aha. Also müssten die wirklich nach da raus. Ja. Okay. Und kurz, wenn ich jetzt hier... Ich muss ein Stück hoch verlängern. Und das überlege ich gerade, wie ich es am dümmsten... Nee, warte. Falsche Taste. Eher mit sowas. Ja, ich weiß, das ist jetzt hier, weil das Blöcke sind, die da nicht zählen. Aber er muss hier irgendwas gerade hoch, damit die hier durchkommen. Denn ich muss hier ein Stück hoch, weil da ist der Knackpunkt hier. Der Übergang genau hier. Wenn ich hier drin stehe, habe ich das da am Kopf. Und das ist halt doof. Also hier darf nichts sein. Ah, das ist ja schwierig. Doch nicht so einfach. Weil die stecken ja dann fest und dann laufen die nämlich nicht hoch, weil es nicht der leichteste Weg ist für die Zombies. Oh, okay. Aber ich habe das ja nachher eh hier drüben. Okay, warte mal. Hüpf. Also, das Treppenhaus muss erstmal noch weg. Ne? So. Ich treppe nicht hoch, ich bin einfach zu fett für dieses Spiel. So. Und wir drehen den Eingang rum. Und zwar... dass die hier hochgehen. Eigentlich sollten sie hier lang hochgehen. So. Warte mal. Und dann so. So. Das funktioniert, ich weiß es nicht. Oh. Falsche Höhe, ne? So. Und dann... zack. Und dann kommen die da oben raus. Also, wenn die jetzt da lang gehen, so la 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 la, dann kommen die genau hier raus. Da müsste ja Theo praktisch da sowas dran und dann... Warte, ich setze mal da dran. Oh, das wird schon gelb. Schwierig. Ach, die müssten noch höher. Ha, ha, ha. Ja. Warte, ich muss erstmal eine Verbindung hierzu basteln. Der muss weg. Ah, das ist ja gar nicht so einfach. Gut, dass ich mal probiert habe. Nee. Hä? Ah ja. Jetzt gehen die da raus. Das ist die richtige Höhe, ne? Ansonsten hier raus. Das ist zu hoch. Ey, also ich hab's nur Mühe gedreht, Mann. Nur ein Mühe. Obwohl, ne, ich hab's komplett gedreht. Ich mach's nochmal. Ich sag ja, Bauen und ich, wir sind nie Freunde geworden bisher. Nie.
Das wird sich auch nie ändern. So. Wir stehen immer auf Kriegsfuß, wir zwei. Ich warte hier bestimmt noch zigmal neu anfangen. Ich seh das schon. Mache ich nachher alles offstream. Oder lass bauen, weil ich einfach verzweifle. Anfange hier total zu verzweifeln. Warte. So. Ah. Genau. Und dann ist hier. Nein. Da. 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 So, dann müssen die so lang. So, bla bla bla. Ja, also das hier ist dann gerade. Oh, ein Reh. Das ist hier gerade und das ist dann hier auch eine Stange und so. R. Der Pfosten. Genau, so hatte ich mir das gedacht. Und dann drehe ich den Komp. Ja, das war jetzt schlau. Das war richtig schlau, Juli. Toll. Den hätte ich gern. Und ich brauche Rotation. Danke. Rotation in alle Richtungen. So. Ne? Den hier. Den hier. Aber hier muss dann ein Gerader hin. Der, weil es muss erstmal eine Plattform sein, wo die drauf gehen. Das? Genau. So. So und dann. Genau. Yeah. Ja, that's the plan. Genau. Hier kommt dann noch die andere Treppe. Ne? Die andere Treppe kommt hier auch hoch. Dann müssen die hier lang so. Und dann gehen die hier drauf und dann laufen die hier alle diesen Steg lang und fallen tausendmal runter. So ist der Plan. Und ich habe oben ein bisschen meine Ruhe und kann ganz gechillt kämpfen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich stelle es mir jedenfalls so vor. Ah, aber ja. Es muss jetzt auch nur halten. Und das Problem wird aber, glaube ich, dieser Balken sein. Kann ich daraus ein... Ich weiß nicht, ob die Fläche jetzt noch hält. Deswegen habe ich hier diese Stützen. Setz hier mal noch was hin. Das hier wegnehme. Ja, hält, ja, weil hier drüben, weil ich hier drauf stehe. Und wenn ich das jetzt hier ersetze durch ein Dreieck. So. Und das drehe ich. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Dass die Ecke so ist. Oh, Moment. Ich wollte eigentlich nur so machen. Weißt du? Und dann. Nee, das muss anders. Oder nur eine Platte setze. Die Blockhöhe müsste doch die gleiche sein. Das ist ja eigentlich egal. Oder sowas. Ich habe halt keinen Plan. Merkt man gar nicht. Weißt du, warte mal, hier komme ich. Ne, ich komme nicht durch. Also ich muss mich ganz schön durchquetschen. Weil das da stört. Obwohl, doch, es geht. Oh, es geht. Ah, doch, es geht. Aber ich fall da runter. Ja, gut, wenn sie da schon runterfallen, sollte es mir auch recht sein. Ehrlich gesagt, ist mir das auch egal. Oder sowas. Irgendwas, was extrem unten angeschrägt ist. Ich sehe mich schon eine Platte setzen. Warte mal. Etwas, was oben... ein Würfel, bla bla bla. Nee. Blech. Eine Platte. Ja. So. Huch. So.
Genau. Ja, dann ist hier genug Freiheit, man kann hochgehen und dann gehen die hier drauf und genau, die Platte hat ja genauso viel Haltbarkeit wie alles andere, wenn du es auf Beton machst. Es ging mir jetzt bloß um die Höhe, dass die hier langlaufen, nur weil es eine Platte ist. Manchmal habe ich das Gefühl, die Platten haben weniger Haltbarkeit oder halt, ja, halt, aber das ist ja Quark, aber es ist genug Platz. Genau, ich komme gut durch. Und dann müssen die hier so langlaufen. Ja, so stelle ich mir das vor, finde ich gut. Jetzt brauchen wir nur noch Material. Und hier kann gern noch sowas hin. Formkopie. Steht auf Kopf. So, ups. Das im. Ja, wieso ist das nicht gleich? Egal. Dass die einfach noch so ein Geländer ist und die da nicht irgendwo anders hinlaufen oder wegspringen, sondern dass die wirklich so geleitet werden, dass die da langlaufen. Ja, ne? Also, wir machen das ja hier extra zombie-konform für die tolle KI, die manchmal ein bisschen dusselig ist im Kopf. Weißt du selber. Du als Seven Days-Spieler kennst das. Okay. Ja, dann kann ich jetzt erstmal gar nicht viel mehr machen. außer so vorbereitend arbeiten. Und hier muss. Warte mal. Das muss weg. Das muss. Ach so, gibt es dann eigentlich eine andere Seite? Weil ich brauche ja ein anderes Treppenhaus. Gibt es das einmal links und einmal rechts rum? Ah ja. Gibt es. Nee, das ist rechts rum. Ich brauche links rum. Warte. So rum. Spiegel verkehrt. Das ist hinstellen. Und dann da drauf. Ach so, ja, stimmt. Wir könnten ja den Block da noch drunter setzen. Fällt mir auch gerade so ein. Nee, warte. Den, den, den. Ja, sicher, sicher. Man weiß ja nie. Huch. Man weiß nie, wo die lang wollen. So. Naja, laufen die unter die Treppe, stehen da und fragen sich, wo geht's denn jetzt hier eigentlich lang? Ne? So, und dann kommt hier noch eine Wand hoch. So. So. Als Stütze. Ich glaube, die reißen mir die eh ein, aber ach, was soll's. Ich glaube, die reißen das ganze Ding ein, weil sie einfach sagen, was ist das denn für ein Schmuh hier? Wer hat denn hier versucht zu bauen? Ja. Das ist wieder ein Seven Days-Spieler, der überhaupt keinen Plan hat. Ja, das bin ich. Oh. So. Ich finde es interessant, dass hier niemand vorbeikommt. Also nicht mal ein Bär oder irgendwas. Gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Und es ist so gleich um 4. Das Spiel will mich in Sicherheit wiegen. Ich kann jetzt hier ganz in Ruhe bauen und dann geht das irgendwann voll ab und ich denke mir, Alter, was ist denn los? Lass mich doch mal in Ruhe basteln. Nee, das haut nicht hin. Ich muss höher. So. Warte. Nee. Höher. Ja, höher. So. Und dann gehen die darüber. Und dann kommt auf die Treppe. Da. Oh. Oh. Das war taktisch unklug. Das war taktisch unklug. Aber eigentlich muss ja hier kein Geländer dran, weil hier kommt ja jetzt die Platte dran. Aber das ist so weit weg. Gut geplant, Juli. Super. Weißt du? Voll asymmetrisch. Das kann ich gut. Ich kann total asymmetrisch bauen. Ich muss mal kurz von hier gucken. Ja, es müsste theoretisch eins rüber. Aber ich möchte da eigentlich gerne Lücke lassen. Oder wir setzen das eins weiter rüber. Das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja der Vorteil, wenn alles nur aus Holzblöcken besteht.
Ich glaube, ich setze, wenn dann das andere. Alt! Das ist Nebelhausen vom Feinsten. Willkommen in meiner Welt. Ich glaube, ich setze das eine weiter rüber. Dann haben die hier noch ein Stück weiter zu rennen. So, weißt du, hier so ein bisschen. Ich glaube, das ist besser, wenn das nicht zu nah ist. Ja, doch, das wird mir mehr gefallen. Ja, doch. Das finde ich nicht verkehrt. Dann ist hier bis runter. Warte mal. Nee, ist es nicht. Als Stütze erstmal, solange das noch nicht aufgewertet ist oder irgendwie anders. Dann hält das da drüben und den setze ich dann komplett rüber. Dann setze ich das Treppenhaus noch einmal rüber. Dass es ein Mühe auseinander ist. Ich hätte das hier schon ganz gern als Lücke. Oh, das war nur ein Anhaltepunkt für mich. Dass ich weiß, wo ich hin muss. Ich hoffe, dass das mit der Entfernung passt. Weil es sollte eigentlich hinhauen. Ah, ich mache nochmal ein Bild, weil es so schön ist. So. Ja, doch, das setze ich eins rüber. Und oben kommen die Platten hin. Haben wir noch Platten? Warte. Oh, R. Latte. Das hatte ich. Obwohl die hier durchkommen. Aber egal. Hä? Kann die draufsetzen? Ach, okay. So. So. Genau. Okay. Ja, doch. Und dann das andere einfach übersetzen. Obwohl, halt, das geht nicht. Das sollte ja trotzdem halten. Ich hoffe, das hält jetzt. Ah. Ah. Okay, dann muss das Treppenhaus jetzt einmal gedreht werden, weil das ist ja jetzt rechts rum und wir brauchen das hier. So. Und ich brauchte eins, zwei dahin. Ja, genau. Richtig. Guck lieber nochmal. Wenn ich jetzt hier hochgehe. Ich gehe jetzt hier hoch, ich gehe jetzt hier hoch, ich gehe da lang, ich stehe in meinem Turm. Genau, dann ist das jetzt nicht mittig, aber was soll's. Muss da noch eins rüber? Der kann noch eins rüber. Ja, der kann noch eins rüber. Ah ja, hier sind zwei Platten gewesen. Eins, zwei, Mitte. Eins, zwei. Also hierhin. Ah ja. Okay, dann mache ich das. Dann setze ich das darüber. Es geht schon. Oh, es kommt Essen. Kannst es mir hier hinstellen? Dankeschön. Ah, supi. Mahlzeit. Ja, gibt gleich nämlich ein Päuschen. Und deswegen, Porky hat mir jetzt was zu essen gezaubert. Lieberweise, netterweise. Eins, zwei. Noch eins weiter. Dahin. Genau. Ich setze mal die hier. Damit ich das sehe. Boah, das ist gar nicht so einfach. Ich sehe immer dann nicht genau, wo das ist. Also Hut ab. Oh. Hut ab, wer das kann und das so vom Weiten auch im Blick hat. Leute, Leute, krass. Also ich muss mir echt so viele Markierungsblöcke setzen, dass ich ungefähr weiß, wo das dann passt. Aber das, ups, ich sprinte schon wieder. Nee, das sollte wirklich hier hin. Das passt.
Ach nee, nee, das passt, das passt. Ich bin da richtig. Also muss das hier weg. Und das Treppenhaus dann da dran. Ach du Scheiße. Yo. Alter, das ist ja krass. So. Das ist krass. Das haut nicht hin. Da war es gerade. So. Und du kannst dahin. Und ich brauche noch ganz viele Blöcke davon. Die müssen jetzt bitte viereckig werden. Oh, oh, da war es gerade. So. Genau. Warte, machen wir den. Oh. Genau, damit ich auf diese Höhe komme. Und jetzt das Treppenhaus fertig. So. Ach nee, hier dran. Sonst geht das nicht. Genau. Das sieht doch ganz gut aus. So, und dann gehe ich hier hoch. Ich bin ein Zombie. Ich gehe hier hoch. Bla bla, ich gehe hier hoch. Und dann setze ich hier die Treppe dran und komme hier raus. Und bin eins zu weit vorn. Ach, geil. Ich sage, ich kann nicht bauen. Es ist echt schwer. Ist das so schlimm, wenn die hier rauskommen und die hier rauskommen? Es sieht halt nicht symmetrisch aus. Autsch. Ah! Oh mein Gott. Warum? Warum ist das so schwer? Mann! Ach, weil da... Och nö! Weil es hier hin muss. Ah, uff. Ich krieg noch die Krise. Ah, okay, da muss diese Wand hoch. Ach, und die hier muss weg. So, das ist mein Anhaltspunkt. Und dieser Baublock, der muss dahin. So. Und dieser Baublock, der muss dahin. Ach Mann. Ich krieg das noch hin. Ich schaff das. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Achso, jetzt haben wir keine Treppen mehr, weil ich... Ups. Nee, warte. So war teilen. Oh mein Gott. Formkopie. Was eine Geburt, ey. Zack. Nee. Nein, der setzt sich da nicht dran. Da dran. Und... Ach Gott. Eieieiei, ich krieg das noch. Ich krieg das hin. Irgendwie. Irgendwie, irgendwann, irgendwo. So. Und jetzt bin ich hier. Meine Fresse, ich hab's geschafft. Und ich brauch davon... Nee, E, R, R. R? Warte mal, ist das? Ach so, das ist nur Formkopie und das ist Formrotation. Ach ja, jetzt habe ich's. Okay, falscher Dings, falscher Knopf. So, und jetzt kommen jetzt... Oh, meine Fresse, ich hab's. Also. Ja, genau. So, hier ist die Mitte. Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Der kann weg. Hier muss noch einer dran. Das ist wie hier. So. Uff. Genau, jetzt. Und dann steht man hier und hat da das Treppenhaus. Okay. Oh Gott. Ich mache jetzt aber hier meine Verstärkung dran. Ich muss das mal da wegnehmen. Äh?
So, dass ich das besser sehen kann. Ich laufe mal hier hoch. Ich kann mir das sonst nicht vorstellen, deswegen, ich muss mal ganz kurz... Oh, nein. So. Ja. Irgendwie sieht das asymmetrisch aus. Ich weiß mal auch nicht. Das hier stört mich gerade. Aber es ist gleich. Wieso sprinte ich denn schon wieder? Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Nein! Es ist nicht gleich. Oh. 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 Ja, zum Abschluss klöppeln wir jetzt noch ein paar Zombies, während ich hier gleich die Krise kriege, weil ich einfach das nicht hinkriege und geschissen kriege, gleich zu bauen. Mäh. Oh, ich muss mich jetzt abreagieren. Leute, wo seid ihr? Kommt her. Habe ich noch genug gegessen? Gegessen und getrunken? Geessen. Hallo. Gegessen und getrunken, nicht geessen. Oh, verdammte Axt. Mann, ey. So ein Scheiß. Ja, wem sagst du das? Bitte auch nur ausflippen. Ich mache noch ein paar Bilder von euch, ja? Einfach, weil es so scheiße ist. Ah. So ein Mist. Schön. Ja, guck grimmig. Ich bin's auch. Guckt richtig angepisst. Gib mir dein angepisstes Gesicht ever. Ah. So. Ich weiß, ich bin infiziert und alles ist scheißegal gerade. Ich habe mir den Arm gebrochen. Was soll's? Mann. Blödes Treppenhaus. Na gut. Das soll es gewesen sein für heute. Vielen, vielen lieben Dank fürs Mitfiebern. Und ja, wie gesagt, Bauen ist für mich super schwer, weil ich sehr große Probleme habe, mir Dinge vorzustellen, die, also jetzt nicht so fiktiv, ich bin Tagträumer, aber baulich Dinge vorzustellen, das fällt mir wirklich schwer. Hier ist die Mitte. Hier an der Kante. Ansonsten lasse ich das einfach so. Weil es ist ja jetzt nicht schlimm, wenn es hier irgendwie drei Platten sind und da zwei Platten. Ich meine, Zombies stört das nicht, mich stört es auch nicht wirklich. Es wäre cooler, wenn es symmetrisch wäre. Aber was soll's. Oh, es gibt noch ein schönes Bild und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Liken, fürs Abonnieren. Lasst gerne ein Abo da, würde mich riesig freuen. Ich hoffe sehr, ich knacke irgendwann die 2000er-Marke. Das wäre so cool. Wenn du mich unterstützen magst, das wäre sehr nice von dir. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.